Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Hallo, lieber Alexander. Schön, dass du da bist. Hallo Nada, danke, dass ich da sein darf und für die Einladung, dass du Ja. das möglich machst, ja. Ja, ganz schön. Aber die Frage ist, was hat dich dazu bewogen, hier einen Termin zu finden? Das ist irgendwie eine spannende Geschichte. Also ich folge euch schon länger auf YouTube und bin immer so der stille Beobachter gewesen. Lange Zeit nur Videos von Kurt Tepperwein gesehen und irgendwann habe ich dann auch über diese Videos kennengelernt und dann auch eure Livestreams so ein bisschen mitverfolgt. Und irgendwann, ich habe immer dann die Kopfhörer auf und gehe dann so durch meine Wohnung und höre einfach still zu. Und irgendwann hattest du halt das angesprochen, dass dieses Projekt, dass ihr die Leute einladet, eine Bühne, also die Menschen, wie ich jetzt beispielsweise, die sich vielleicht nicht so gern zeigen, hier die Möglichkeit haben zu zeigen. Und ich dachte, oh, das klingt gut. Und dann mit der Nada. Und dann habe ich aber habe ich das nochmal so ein bisschen beiseite geschoben, wie so oft. Und dann irgendwann das zweite, dritte Mal, das war dann so deutlich, wo ich gedacht habe, okay, ich gehe jetzt mal auf die Webseite und schaue einfach nach einem Termin. Das war für mich schon so ein bisschen außerhalb der Komfortzone erst. Aber ich wusste so, nee, also wenn, dann hier. Und Wow. das habe ich gemacht und jetzt sitzen wir hier und ich freue mich mega. Also ich bin richtig, also ein bisschen aufgeregt. Ja, mich heute so ein bisschen mit dir zu unterhalten und auszutauschen und also Ja, ich. danke an der Ja, Stelle. also vielen, vielen Dank, auch wenn es dreimal oder so gedauert hat, bis dein Innerstes dann, was hast du, dich aus der Komfortzone herauszulocken. Also ich freue mich immer und wundere mich so jetzt wie jemand bei dir. Warum habt ihr euch so lange versteckt? Warum habt ihr euch noch nicht gezeigt? Ich freue mich jetzt einfach mehr von dir zu erfahren. Erstmal vielen Dank, dass du da bist und dass du diesem Ruf gefolgt bist und ja, auch danke für das Vertrauen, mit mir jetzt hier ins kalte Wasser zu springen. Ich weiß ja, gut, wir haben vier Peilpunkte oder ich habe die, du musst ja an nichts denken. Und gleichwohl ist es immer ein Gespräch aus dem Jetzt und immer ja die große Einladung auch an dich, das, was jetzt da ist, das einfach zu teilen. Ja, was auftaucht. Aber ich und sicherlich jetzt auch die Zuhörer, die dann, die vergessen wir gleich wieder, dass da noch mehr zu hören als wir zwei. So mehr von deinem Weg zu erfahren. Was hast du schon alles erlebt? Wie war dein Weg? Was hast du erfahren? Was hast du erkannt? Was hat dich letztendlich hierher geführt, dass du jetzt der bist, der du jetzt hier bist, mit allem, was dazu gehört oder das hervorgebracht hat? Magst du davon erzählen? Sehr gern. Und ich würde auch gern dahingehend so ein bisschen ausholen, wie, glaube ich, so jeder beginnt das so ein bisschen in der Kindheit. Hat sich, also erstmal zu mir, ich bin in einem, ich sag mal, in einem wohlhabenden Elternhaus aufgewachsen. Ich habe zwei ältere Geschwister und unsere Schulzeit oder ich sag mal unsere frühe Kindheit habe ich schon recht schnell erkannt, das ist sehr leistungsgeprägt. Also wir mussten halt gut in der Schule sein. Meine zwei älteren Brüder wurden aufs Gymnasium gesteckt und das lief auch alles. Aber ich war irgendwie immer der, der nicht so in diese Form reingepasst hat, aber ich wurde immer schön reingedrückt. Und das ist dann halt hier und da mal übergequellt. Und ja, ich war damals irgendwie schon immer, ich habe es nicht so in das Muster gepasst, in welches ich hätte sollen reinpassen. Willkommen im Club, die Und meisten sind so. ja, genau. Und dann habe ich aber irgendwann erkannt, auch ich war schon sehr früh mit 12 Jahren entschlossen, was ich mal beruflich machen wollen würde. Und zwar war ich wollte Koch werden, das wusste ich mit 12. Ich war so entschlossen und habe dann gemerkt, diese Entschlossenheit, die ich dann ja natürlich auch mit meiner Familie so geteilt habe, die hat mir so ein Stück weit diese Anerkennung zurückgegeben. Ich war zwar jetzt nicht so der Vorzeigeschüler auf dem Gymnasium, Abi, Studium, nein, aber ich war irgendwie entschlossen und habe auch schon in meiner Kindheit irgendwie immer meine Vorhaben und meine Ziele gut erreicht und habe mir dann daraus gebaut, okay, schau mal her,
wenn ich entschlossen bin und ehrgeizig und meine Ziele erreiche, dann bekomme ich diese Anerkennung, dann kann ich das schön ausgleichen. Und ja, und das war dann so die Geburtsstunde allen Übels. Wenn ich es rückwirkend, bewertend aussprechen darf. Und dann hat sich das erstmal so entwickelt. Da habe ich eine Ausbildung gemacht. Muss dazu sagen, ein Ausbildungsplatz, den mein Papa mir besorgt hat. Da beginnt jetzt so dieser schöne rote Faden. Und genau, und mein Ziel, natürlich war ich auch irgendwie, hatte ich meine eigene Leidenschaft zum Kochen und so gehabt, aber ich habe irgendwie immer erkannt, okay, wenn ich gut bin, wenn ich in gehobenen Häusern arbeite und so, dann bekomme ich die Anerkennung, / Liebe von meinem Papa. Diese Illusion habe ich getragen, bis ich das erste Mal so richtig erkannt habe, ich es mit 24. Also ich habe dann eine sehr steile Karriere gehabt in der Gastronomie. Sehr, sehr viel Körpereinsatz, sehr, sehr viele Stunden. Also ich habe mich komplett dem hingegeben, um später dann erkannt, ja, einfach diese Liebe zu bekommen, die ich über diesen Weg niemals bekommen werde und auch habe. Und das ging dann so weit, dass ich mit 24 einen Burnout hatte. Ich war Küchenchef in einem Restaurant, hatte sehr viel Verantwortung, Mitarbeiter, und ich wollte irgendwie allen gerecht werden. Beziehung ist da noch mit eingeflossen, die dann auch zu der Zeit zu Brüche ging, weil das größte Gebot war, ich wollte doch einfach die Liebe und die Anerkennung der Eltern. Also speziell Papa. Meine Mama ist da eigentlich relativ entspannt und das Verhältnis da angehend. Genau, mit 24 habe ich das dann deutlich körperlich erkannt. Also da hat mein Körper gesagt, okay, wir machen jetzt hier mal eine Pause, machen mal Stopp. Und ja, und dann habe ich irgendwie angefangen, Mittel und Wege zu suchen, um diese kurze Zeit zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn, das waren dann meistens nur ein paar wenige Stunden Schlaf, ich hatte kaum noch Privatleben, aber ich habe Möglichkeiten gesucht, in dieser kurzen Zeit irgendwie runterzukommen, also so für mich einfach zu sein. Und eine Freundin hat mir Atemübungen empfohlen und auch so ein bisschen Bewegung, was sich dann nachher irgendwie als Yoga identifiziert hat. Mhm. Aber damals hatte ich das nicht so bewusst, sondern einfach, ich dachte so, oh, das ist angenehm, und es ist immer mehr praktiziert. Und es hat mir nicht nur geholfen, in kürzester Zeit so ein bisschen runterzukommen, noch mal ein bisschen klarer zu werden, sondern es kam halt auch im Gegenzug meine Bedürfnisse hoch, meine wirklichen Bedürfnisse, mhm. die ganzen Themen, die mich beschäftigt haben. Und habe dann mit 25 erkannt, dass ich hier einen Schlussstrich irgendwie jetzt mal dieses Kapitel Gastronomie, das habe ich mich einfach ausgebrannt, wollte in so einen Schlussstrich ziehen und habe den dann auch sehr deutlich gemacht. Und dann gegen den Willen von Eltern und Freunde, Beziehung war dann auch schon zu Ende in der Zeit, habe ich mich entschieden, alles zu kündigen, also den Job zu kündigen, die Wohnung, alles zu verkaufen, weitestgehend mein ganzer materieller Besitz. Also so ein bisschen Möbel hatte ich noch in so einem Schiffscontainer eingelagert hier bei uns auf dem Dorf. Und habe einen Rucksack gepackt und bin damals dann mit einem One-Way-Ticket nach Australien. Ohne Erwartung, ohne Plan, ohne... Also die einzige Erwartung, die ich hatte, war die... Ich habe irgendwie immer zu meinem Leben gesagt, so, komm, jetzt zeig mir, was du mir zu bieten hast. Also ich will jetzt mal dieses morgens in die Küche, dann alles irgendwie vorbereiten, dann den ganzen Tag 16, 17 Stunden da durchzuarbeiten. Das war auf jeden Fall nicht das Leben. Und ich wollte einfach mal spüren, was hat mir mein Leben so zu bieten. Und den Weg bin ich auch sehr, das war auch ein Sprung ins kalte Wasser, aber ich habe mich sehr geführt, gefühlt. Es war alles sehr, sehr vertraut. Grundsätzlich eher so der schüchterne Typ und introvertiert, nicht so der große Abenteurer, aber das war irgendwie
das war irgendwie, ja, hat sich dann so ergeben. Und da ist extrem viel passiert in dieser Zeit, weil ich hatte keine Erwartungen, ich hatte keine Zukunftspläne. Ich habe einfach nur geguckt, was ergibt sich Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Und in dieser Zeit, das sind so viele für mich Wunder passiert, Ereignisse, Menschen. Ich habe mich anders kennengelernt. Ich habe mich gefragt, wer bin ich eigentlich, wenn ich nichts habe? Also ich bin jetzt, das sind, glaube ich, 22.000 Kilometer von zu Hause entfernt. Andere Kultur, andere Menschen, andere Gegebenheiten, alles. Und wer bin ich jetzt hier mit meinem T-Shirt und mit meiner Badeshort und mit meinem Schlappen? Niemand weiß was über meine Vergangenheit. Niemand kennt mich wirklich. Und ich werde trotzdem akzeptiert und ich komme trotzdem in schöne, tiefe Gespräche rein. Und das war so mit eins der größten Geschenke, aus dieser Zeit, zu erfahren, wer ich, also dass ich da sein darf, dass ich akzeptiert bin. Und ja, das hat mich extrem so zu mir geführt. Und ja, parallel sind so viele Dinge passiert. Und grundsätzlich, also das mache ich auch heute noch, und das war damals auch so, ich habe irgendwann angefangen, alles in Frage zu stellen, was der Mensch hier implementiert hat oder was der Mensch erschaffen hat. Nicht, dass ich es grundsätzlich verurteile und ablehne, sondern einfach so, nee, warte mal ganz kurz. Ist das jetzt von Mutter Natur oder hat das jetzt der Mensch? Und wenn es der Mensch ist oder der Mensch war, dann will ich einmal ganz kurz an die Wurzeln und mir das selbst erklären. Beispiel, also ganz, ganz einfache Sachen. So, warum schlafen wir in einem Bett? Wie ist denn das eigentlich, kein Bett zu haben? Und dann habe ich mich einfach auf den Boden gelegt, auf den Steinboden, habe auf den Steinboden geschlafen, um das einfach zu spüren, um diese Wertschätzung für alles, also wirklich alles. Es geht von der Körperpflege über alles, über den Schlaf, über das Wasser, über die Dusche, über das Essen ganz besonders. Und das mache ich auch heute noch. Und ich finde, das macht irgendwie alles so intensiv und so bewusst. Und ja, aber mal ganz kurz zurück zu deiner Frage. Jetzt bin ich doch schon so ein klein bisschen Nee, du abgedriftet. bist Wovon mittendrin, du bist bin ich wunderbar, du bist mittendrin? mittendrin. Ja. Also es geht nicht um Linearität, es geht eben genau darum und du sprichst so sehr aus deiner Erfahrung und du erlaubst uns so sehr Einblick und auch ein Spüren zu kriegen von dem, was du da für dich erkannt und eben auch für wesentlich erlebst. Ja, also das hat alles zusammen, hat mich letzten Endes jetzt irgendwie zu dem Menschen gemacht, der jetzt hier gerade vor der Kamera sitzt und deinen Ruf erkannt hat und sich dem angenommen hat. Und ja, also ich springe noch mal ganz kurz so in diese Australienzeit oder Ende der Australienzeit. Ich bin dann irgendwann doch noch mal nach Deutschland zurückgekommen, mit einer riesen Portion an Erfahrungen und Erkenntnissen und näher bei mir, näher in mir. Und auch nach diesen ganzen, also wenn ich sage Wunder, das waren schon Ereignisse, wo der Verstand, der kommt da vielleicht heute noch nicht hinterher, um das zu erklären, was alles so passiert ist. Und das in einer Kürze von Zeit, das war schon unglaublich. Und genau. Und dann bin ich zurückgekommen. Magst du hier vielleicht Nach eine kurze Schleife machen? Was war denn ja. eins der Gänsefüßchen größten Wunder, dass du uns da vielleicht kurz Einblick gibst, was du als das erlebt hast? Das, Schwierig, ich weiß, aber vielleicht ja, eins. das, es waren Ausrichtungen. Ich hatte irgendwie was vor, oder das berufliche auch, wenn ich dieses Fass jetzt aufmache, da reicht diese halbe Stunde lange nicht. Aber ich versuche das kurz zu halten. Ich bin ja dorthin, um erstmal auch irgendwie nicht mehr zu
kochen zu müssen, weil diese Berufung, die war für mich durch. Also ich habe damit keine schönen Gefühle mehr so verknüpft. Und hatte aber in der Zeit in Australien, ich bin ja mit einem gewissen Budget dorthin, mit Geld, was ich mir erarbeitet habe, und war irgendwann auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich finde dieses Geld, was ich jetzt hier besitze, ich finde das irgendwie ein bisschen, das ist so behaftet, weil der Ursprung geht dahin zurück, dass mein Papa mir irgendwann den Praktikumsplatz für meinen späteren Ausbildungsplatz organisiert hat, welcher so gut war, dass ich danach in gute Häuser kam und weiter und weiter und weiter. Und ich dann irgendwann genauso meine Karriere halt auch machen konnte. Und ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich würde gern weg von diesem ganzen Geld. Ich würde gern einfach nochmal komplett neu starten. Und mein Leben hat dann natürlich gesagt, alles klar, Alex, so soll es sein. Und das war dann auch erstmal unangenehm. Dann ging Auto kaputt. Ich habe mir dort ein Auto gekauft und bin so ein bisschen über den Kontinent gefahren. Und ging das Auto kaputt. Dann ging das Meer kaputt und mehr und mehr. Und mein Geld wurde immer weniger. Und ich war in einer Stadt, wo ich nicht sein wollte. Riesenreparatur, kein Job. Und das war so eine Mischung einer Situation, wo eine Handlung erforderlich war. Einfach jetzt irgendwie zu gucken, okay, wie komme ich denn jetzt an Geld? Und kochen wollte ich ja irgendwie auch nicht mehr. Und das war dann schon deutlich unangenehm. Bin dem dann trotzdem nachgegangen, wo ich gedacht habe, okay, ich probiere das jetzt. Und war dann dort lange auf Jobsuche, hatte am Anfang das Gefühl, das geht total entspannt, auch in so Kaffeebars und so. Aber ja, das hat sich irgendwie, die Kultur dort ist ein bisschen anders. Die haben mir immer ein gutes Gefühl gegeben, aber es hat sich nicht so draus entwickelt. Und auf jeden Fall nach wochenlanger Suche bin ich irgendwann in einem Restaurant gelandet, wo der Küchenchef auch recht angetan war und er hat gesagt, hier kannst du mal ein Probearbeiten am Wochenende machen. Dem habe ich dann auch zugesagt und habe das dann auch durchgezogen. Und es war alles Gegebenheiten, alles Stunden, perfekt, Gehalt, perfekt. Danach irgendwie nach Feierabend schön an den Strand gehen. Das ist dort alles ein bisschen, und die Australier sind so ein bisschen gediegener und entspannter. Und ich dachte mir, so, wunderbar, da geht's hier jetzt weiter. Und ich hatte dieses Probearbeiten gemacht. Das war nur ein Abend. Und das war zu einer Situation, wo ich kaum noch Geld hatte und ziemlich rein wirtschaftlich ziemlich am Ende war. Und nach diesem Probearbeiten auf dem Weg zum Auto und für nach Hause zu fahren, kam mir das hat mich so getriggert, diese Düfte, die Gerüche, diese Töne, diese Elemente, selbst die Kollegen und so, das hat mich so an diese Küchenzeit erinnert, dass mein ganzer Körper gesagt hat, nein, wir sind nicht hierher gekommen, um das jetzt zu tun. Und dann muss ich diese Entscheidung treffen. Und ich habe das auch in der Nacht noch gemacht, dass meine Situation ist gerade sehr unangenehm. Ich hätte einen sicheren Job, aber ich sage jetzt nein. Ich sage jetzt nein und ich sage somit halt auch einfach ja zu meinem Körper und zu mir selbst. Und ja, und hatte dann daraufhin auch noch mit einer Freundin, die hat mich immer seelisch ein bisschen begleitet, mit der dann auch ein Telefonat und dann sind wir das so ein bisschen durchgegangen. Und dann hat sich in diesem Telefonat herausgestellt, ja, wie soll es dann weitergehen? Also jetzt irgendwas komplett Neues durchzustarten, ist recht unwahrscheinlich. Es wäre natürlich möglich, aber das konnte ich zu der Zeit nicht glauben und habe dann einfach angefangen, die Art kochen oder diesen Job so harmonisch zu kreieren, allein nur in meinen Gedanken, dass ich sagen könnte, okay, so kann ich mir das vorstellen, für so ein halbes Jahr irgendwo zu arbeiten oder 3 Monate. Und das war so präzise in meinen Gedanken und verknüpft mit diesen Gefühlen, dass ich 1,5 Wochen später in einem Laden gearbeitet habe, der genau meiner Vorstellung und dem entsprach. Um diese Geschichte, das sind so viele Kleinigkeiten, die jetzt noch dazwischen passiert, aber das wird den Rahmen, den Zeitrahmen jetzt sprengen. Aber das hat mich damals auch extrem beeindruckt. Dieses,
unterschwellig war immer dieses Vertrauen da, diese große Hand, die mich irgendwie immer von hinten so geführt hat. Und als ich dann dort war und erst so noch meinen Kaffee dort getrunken hat und saß dort und habe dann alles visualisiert, merkte ich, okay, das entspricht irgendwie total meiner Vorstellung. Und dann ist es geschehen und ja, das war für meinen Verstand zu Beginn gar nicht vorstellbar und dennoch ist es entstanden und das ziemlich präzise. Also nicht nur schön, sondern ja, das ja und dann ganz viele Begegnungen mit Menschen. Ich habe mich irgendwohin ausgerichtet, schon war der Mensch da, der mir die Hand gereicht hat und es weiterging. Ja. Ja, danke einfach an dieser Stelle jetzt für dich darauf einlassen, wirklich dem zu folgen, was sich für dich in dem Moment für stimmig oder nicht stimmig angefühlt hat und dass du die Erfahrung gemacht hast, dass du wirklich aus Erfahrung mit uns das teilst, dass du uns hier Einblick gewährst, dass es da etwas gibt, was wirklich, du hast gesagt, so eine Hand im die dich immer geführt hat, was uns führt und dass wir dem vertrauen können und dass du ja da nicht immer easygoing den Weg gegangen bist. Also vielen Dank an dieser Stelle jetzt mal, dann haben wir die kleine Schleife gerade fertig. Danke dir. Danke. Ja. Genau. Und danach, also wenn ich jetzt einfach mal noch mal so einen kleinen Zeitsprung mache, jetzt noch mal zurück nach Deutschland, irgendwann war halt auch die Reise vorbei, mein Visa wurde nicht verlängert. Ich könnte jetzt auch Gründe aufzählen, warum es nicht weiterging. Es war einfach stimmig, dass es nicht weiterging und bin letzten Endes dann noch mal hier gelandet. Und auch durch verrückte Zufälle hatte zur damaligen Zeit eine Freundin gefragt, ob ich ihre Physiopraxis, diese Physiotherapeuten, ob ich die fotografieren könnte für so ein Stadtmagazin. Und dazu muss ich sagen, ich hatte schon im Vorfeld so parallel zu meiner Küchenzeit immer schon so ein bisschen Food-Fotografie gemacht, um einfach mehr Transparenz und mehr Wertschätzung den Gerichten zu geben, die wir da ja so liebevoll zubereitet haben. Und ja, und dieser eine Moment, sie hat mich um diesen Gefallen gebeten und ich dachte, ja, warum nicht? Also lieber als kochen. Und dann war das für mich wie so ein kleiner Auftrag, welcher dann dazu geführt hat, zu sagen, okay, das könnte ich mir doch irgendwie eher vorstellen. Und habe dann gleich Gewerbe angemeldet und bin so diesen ganzen Prozess irgendwie so durch. Okay, wie läuft denn das jetzt ab, wenn ich das jetzt rein theoretisch selbstständig machen würde? Ja, und das ging relativ schnell, relativ gut. Diese Reise, die jetzt mittlerweile 6,5 Jahre andauert. Ja, hatte ich mich zum damaligen Zeitpunkt dann selbstständig gemacht im Bereich Fotografie, so hauptsächlich Food-Fotografie, aber das wurde damals nicht so arg angefragt und dann kam etliches, also von Hochzeiten über Babybauch-Fotografie, über Business, all diese Geschichten. Und dann ist eine weitere schöne Reise entstanden, die Reise meiner Selbstständigkeit, die mich nochmal ein richtig gutes Stück zu mir gebracht hat, weil jede Entscheidung, die ich getroffen habe für mich oder für auch das Unternehmen, die war so pur, weil ich auch wusste, ich muss zu 100% die Konsequenz dafür tragen. Auch positiv. Also genau, was im Angestelltenverhältnis, ich will das ist ja nicht überall so, aber es war halt oft so, dann wurde hier und da mal irgendwie sowas abgefedert. Und ja, auch allein dieses sich mit mir selbst auseinandersetzen, wo ist denn eigentlich mein Selbstwert, also meine Breite, die ich aufgerufen habe, was ich irgendwann später erkannt habe, das ist ja das, was bin ich mir eigentlich wert und was ist das eigentlich? Also gucke ich jetzt irgendwie, dass die eine Stunde Fotografie so viel Euro kostet oder ist es doch nicht eher eine Stunde meiner Lebenszeit und was ist mir eigentlich eine Stunde meiner Lebenszeit wert? Und das hat und das räumt auch immer noch gut bei mir auf. Und ja, und im Laufe der Zeit hat sich das alles recht schön entwickelt, dass ich mittlerweile sehr spitz
sage ich mal, mich so positioniert habe. Also ich habe mit der Zeit erfahren, okay, was will ich, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, und habe mich dann entsprechend von den Dingen getrennt. Und grundlegend, das Ganze ist so getragen einfach auf, also Werte basieren. Das ist mir extrem wichtig, dass ich überhaupt nur was einer Arbeit nachgehe, die meinen Werten entspricht, und ob das jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung ist, die ich einfach menschlich auch vertreten kann, wo ein Interesse da ist. Und das aber auch sehr emotional, und das ist jetzt der nächste Punkt, auf den ich gerne ganz kurz eingehen würde, das Emotionale, was sich auch sehr deutlich in meiner Arbeit zeigt. Und jetzt würde ich hier gerne nochmal kurz einen Sprung in meine Kindheit zurückmachen. Auch so im Alter 14 Jahren haben sich meine Eltern getrennt, und die hatten auch zusammen ein Unternehmen, wofür meine Mama auf dem Papier voll verantwortlich war und mein Papa so ein bisschen, nicht ein bisschen, also wenn der das jetzt hören wird, halt da schon unterstützt hat, aber dann kam halt irgendwann eine andere Frau ins Leben, und mein Papa ist eher so der rationalere Mensch, der aus dieser Geschäftsfamilie, meine Mama eher die liebevolle vom Land, und die Familie von meinem Papa, die hat Emotionen nie so ausgelebt oder befürwortet. Das war, denk ich, vermute ich, immer noch irgendwie ein Zeichen von Schwäche. Entsprechend konnte er seine damaligen Gefühle nicht so äußern und hat das dann halt, wie das, glaube ich, bei so vielen ist, dann irgendwie so unterdrückt und dann nicht so ganz ehrlich gewesen. Und ich als kleines Kind sehe dann erstmal, wie die Mama leidet, aufgrund von unterdrückter Emotion. Und das hat auch mein Leben auf jeden Fall geprägt. Heute bin ich mir das auch sehr deutlich bewusst und bringe das auch in meine Arbeit, weil ich so weiß, okay, also wenn wir unsere Emotionen unterdrücken oder der Meinung sind, das ist ein Zeichen von Schwäche, kann das schon gut Leid verursachen. Erstens bei uns selbst und zweitens bei unseren Mitmenschen. Und also heute bin ich da, wo ich so sage, okay, das will ich auf jeden Fall mit meiner Arbeit angehen. Zum einen über Fotografie, also mittlerweile produziere ich auch Filme und habe erkannt, wie mächtig Bewegtbild in Verbindung mit Musik, in Verbindung mit Schnitt, wie der Körper darauf reagiert, wie die Atmung, das Nervensystem, all diese Geschichten, wie uns ein Film Bewegtbild einnehmen kann, nonverbal, das muss noch nicht mal was gesprochen werden, sondern einfach nur, wie eine Sequenz sich emotional aufladen kann, jemand abholen, mitnehmen, kurz ruhen, nochmal, das ist so mächtig. Und ja, und irgendwie bin ich durch all diese Erfahrungen und jetzt auch beruflich bin ich da gelandet, dass ich das jetzt aktuell so gern nach außen tragen möchte. Immer mehr, mit immer mehr Tiefgang. Und ja, sind wir noch im Zeitraum? Ja, Oder? alles. Wir sind Ja, gerade in der alles. Unendlichkeit der In der vielen Unendlichkeit. Möglichkeiten und des Wundervollen, was du uns hier eröffnest. Ja. Machen die anderen Sachen Ja, kürzer. genau. Ja, also da bin ich heute mit meinem Tun, mit meiner Ausrichtung, und ja, und freue mich auch irgendwie so ein bisschen auch jetzt hier gerade mit dir in diesem Format da auch einfach mal so ein bisschen offener zu sprechen, weil Zeiten zuvor war das so, ich hatte oft Möglichkeiten gehabt, aber eher so unternehmerisch, mich da irgendwie mehr zu zeigen, aber ich dachte immer so, ich weiß nicht. Und das war immer geknüpft an dieses Verhältnis mit meinem Papa, weil also ich lieb den, aber wir sind total unterschiedliche Menschen. So, und auch mit unserer Ausrichtung. Und es war so lang, also ich sag mal, vor einem halben Jahr hätte ich mich hier nicht angemeldet. Und aber
allein, dass es halt möglich ist und dass ich so sage, okay, nee, das bin ich und es ist in Ordnung, es ist auch in Ordnung, was wer da draußen auch immer darüber denken mag. Heute ist es so und ja, und es gibt keinen Grund, sich oder mich irgendwie jetzt noch verstecken zu müssen. Ich habe das, glaube ich, das lange Zeit gemacht und wollte auch immer so meine Ruhe, weil ich auch gemerkt habe, dass durch gewisse Gespräche ich hier und da in meinem Umfeld sehr schnell anecke, wenn ich auch allein meine Wahrnehmung teile. Und dahingehend empfinde ich das auch gerade sehr, sehr angenehm. Und ich empfinde das auch, wenn ich eure Videos und eure Live, eure Zusammentreffen da einfach so mithöre, das ist einfach nicht zu denken. Schön. Schön. Schön, dass das einfach schon so viele Menschen da draußen machen und Wahnsinn. Also ich bin da sehr dankbar, dass ich heute jetzt hier so irgendwie mit reingerutscht bin. Ja, du bist mittendrin, so fühle ich das. Und ich glaube, Mittendrin. dass hier auf so offene Herzen und offenes Sein trifft, deine Geschichte. Und ich habe auch das Gefühl, das, was durch dich geschieht, so deine Arbeit oder deine Aufgabe, da sind wir schon fast bei den anderen Punkten auch, das ist so sehr Gänsefüßchen, das hört sich vielleicht komisch an, aber im Dienst für diese Zeit, im Dienst für das, um was es jetzt geht. Ja, also ein Riesendank und hier ist auf jeden Fall große Neugierde, mehr davon zu erfahren, aber das würde jetzt tatsächlich den Zeitrahmen ein bisschen sprengen, aber wer weiß, vielleicht gibt es ja da noch mal irgendwann was anderes. Gibt es zu deinem Weg, zu dem, was du erkannt hast und erfahren hast, was dir noch irgendwie, wo du sagst, ah, das ist noch ganz wichtig, noch was, was offen ist? Meinst du jetzt für mich oder Für dich, so? für dich, was du jetzt geteilt hast. Also was ich aktuell, also wenn ich jetzt auf mein Leben so schaue und sagen würde, wo ist denn jetzt noch was zu tun oder wo ist denn noch eine Aufgabe, dann komme ich zu diesem Punkt, dass ich auch gerade beruflich erkannt habe. Also bislang habe ich immer für Unternehmen, welche ich selbst persönlich auch vertreten konnte, gearbeitet, damit deren Produkt oder die Dienstleistung irgendwie besser verkauft werden kann. Also so, ich sag mal, der Output immer sehr klein gehalten. Und ich aber auch in meiner Freiheit zu produzieren, ob das jetzt Bilder oder Video ist, auch immer sehr klein. Also es war so, es war halt nie so ein komplett freies Projekt. Und ich merke immer mehr, dass es in diese Richtung geht, diesen Output zu vergrößern. Und damit meine ich einfach mehr Tiefe zu erzeugen, weil ich kann mich noch nicht so in aller Fülle in meine Arbeit bringen. Das ist immer so ein bisschen begrenzt aufgrund des Projektes oder des Produktes. Und ich würde gerne, meine Arbeit dahingehend ausrichten, wenn ich es dann überhaupt noch Arbeit nennen kann. Ja, einfach meine Erfahrungen oder ja, um einfach meine Erfahrungen und Erkenntnisse mit in Botschaften fließen lassen, in Filme, wo nicht unbedingt auch gesprochen werden muss, sondern einfach, dass diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mir gut getan haben, ich irgendwie in dieses Format bringen kann und somit mehr Menschen erreichen kann. Und das ist das erste Mal, wo ich so eine absolute Bedingungslosigkeit spüre, wenn ich mich dahingehend ausrichte. Das ist einfach frei, einfach so frei. Und genau, und das ist, ich beschreibe es noch als Aufgabe. Weil ich weiß, dass ich das nicht alleine schaffe. An dem Punkt bin ich auch, die Erkenntnis habe ich jetzt auch mehrfach gemacht, dass es dahingehend nur weitergeht, wenn ich akzeptiere, nicht
alles allein machen zu müssen. Was wiederum auch eine schöne Erkenntnis zum Beginn des Jahres war, die würde ich vielleicht auch noch einfach ganz kurz erzählen. Und zwar habe ich mich zum wiederholten Mal extrem überarbeitet, mit Projekten vollgepackt, so dass mein Privatleben richtig gelitten hat. Also wirklich Tage und Nächte am PC verbracht und geschnitten, um den Kunden zufriedenzustellen. Und irgendwann nach absoluter Übermüdung habe ich mich dann auch gefragt, so, das ist doch kein gesundes Leben, so. Warum mache ich das? Wo ist denn hier was zu tun? Wo ist denn das eigentliche Problem? Und dann kam mir, also andere Unternehmen, die teilen einfach die Arbeit auf. Also, die haben einfach Mitarbeiter, Arbeitskollegen, die teilen das einfach auf. Und dann ist auf einmal dieses Arbeitspensum geteilt durch zwei oder drei total legitim, um gesund zu bewältigen. Und dann dachte ich, ah ja, cool. Und woran hängt's? Also das heißt dann, ich müsste jetzt dann jemand einstellen und dann Arbeit abgeben. Und dann gab's hier so eine Barriere. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist jetzt hier los? Ja, wenn ich Arbeit abgebe, dann ist es für mich Kontrollverlust. Und ich sage, okay, von was verliere ich denn dann die Kontrolle? Und dann ist mir gekommen, dass ich durch das Ergebnis meiner Arbeit, also von dem Kunden oder für wen auch immer, dass das Ergebnis meinen Selbstwert definiert. Und mein Selbstwert. Also ist der Kunde zufrieden, dann bin ich glücklich, gönn mir was Schönes zu essen, kann gut schlafen, alles cool. Ist es irgendwie stressig? Gibt es da Korrekturschleifen? Merke ich so, oder es gab auch schon ganz andere Situationen. Das hat mich immer so mitgenommen. Und da gab es dann für mich nochmal die Erkenntnis, diese Brücke, so, ja, es ist dieses, wenn ich meine Arbeit nicht gut mache, was mir ja dann der Kunde oder wer auch immer wiedergibt, dann übersetzt bekomme ich nicht die Liebe, die ich eigentlich von meinem Vater wollte. So. Genau. Und das habe ich irgendwie dann erkannt. Und auch hier nochmal, ein Engelsmensch im rechten Moment hat in einer goldenen Zeit zu mir gesagt, einfach, dass das Ergebnis meiner Arbeit niemals meine Persönlichkeit irgendwie beeinflusst. Also wenn ich jetzt eine Deadline nicht einhalte oder was weiß ich. Also irgendwie, du bist und bleibst der gleiche Alex, der jetzt hier gerade auf dem Stuhl sitzt. Und ich bin davon überzeugt, dass das schon viele Menschen zuvor zu mir gesagt haben. Aber in diesem Moment ist es irgendwie so durchgedrungen, wo ich gemerkt habe, okay, das war der Knoten. Ging die ganze Zeit nicht weiter, weil ich das selbst erledigen musste. Weil wenn ich jetzt 20% Arbeit abgebe, heißt das ja nach meinem alten Glaubenssatz, dass jemand Zweites oder Drittes 20% von meinem Selbstwert beeinflussen könnte, rein theoretisch. Und ja, das war auf jeden Fall ein Geschenk, diese Erkenntnisse, diese Erfahrungen zum Jahresbeginn zu machen. Und aufgrund dessen kann ich mich jetzt ausrichten, Arbeit zu teilen, also diese Aufgabe zu teilen, andere talentierte Menschen mit ins Boot zu nehmen oder ich bei denen mit ins Boot einzuspringen, um einfach meiner Vision irgendwie zu folgen und die dann auch auszuleben. Und ja, es ist diese Gemeinschaft, und das hast du auch schon öfters angesprochen, und das ist immer so wie Musik in meinen Ohren. Ich denke so, ja, das ist allein, wir sind nicht hier, um allein unsere Dinge zu tun. Das ist so schön, in Gemeinschaft was zu erschaffen, fremde Impulse zu bekommen, die dann nochmal neu zu mischen. Und Wahnsinn, Wahnsinn. Also wenn ich irgendwas beitragen kann, lass es mich wissen. Ja. Ich habe übrigens eine gute Fotografin, meine Tochter. Die ist eigentlich in der gleichen, ähnlichen Situation wie du. Viel zu viel. Wer weiß, was sich da noch zeigt. Gerne, also ich bin da sehr offen. Und ich freue mich auch, wenn ich das nächste Mal hinkriege, bei einem dieser Treffen, dieser Live-Treffen mit dabei zu sein.
Das finde ich auch sehr einladend und ja, Vielleicht würde ganz mich kurz, freuen. wo lebst du? Wo bist du zu Im Hause gerade? Saarland. Ich Im bin im Saarland. Saarland zu Hause, ja. Okay. Genau. So, jetzt sind wir tatsächlich, jetzt hat mich gerade die lineare Zeit wieder eingeholt. Guckst du auch gerade Ja. drauf? Ja. Weil ich habe gleich danach noch ein Gespräch, das heißt, muss ich sie leider ein bisschen einhalten. Magst du zu dem Thema dieser Zeit und du hast es gerade auch schon gesagt, vielleicht gibt es für dich auch, dass der Mensch jetzt in dieser Zeit vielleicht zu anderem aufgerufen ist, zu leben, als jetzt vielleicht noch Generationen vor uns. Gibt es da etwas, wie du es erlebst, wie du es siehst, wie du es wahrnimmst? Zu dieser Zeit und der Mensch in dieser Zeit, auch welche Rolle vielleicht? Was steht da an? Also allgemein nehme ich auf jeden Fall wahr, also auch in meiner Generation und auch die jungen Menschen danach, es ist alles irgendwie so bei vielen viel bewusster, es wird viel mehr hinterfragt, wovon ich ein riesen Fan bin, einfach mal zu hinterfragen und dann vielleicht auch anders zu dem gleichen Ergebnis zu kommen. Aber dann bewusst zu diesem Ergebnis zu kommen. Und also ich nehme gerade wahr, dass viele Menschen da draußen ja einfach so durch das Alte so ermüdet, wenn ich jetzt mal das Alte so ermüdet sind und bewusster einfach Dingen nachgehen und ja, bewusster Entscheidungen treffen, nicht mehr so diese Verstandsgeschichten, was die Gesellschaft irgendwann so vorgeschrieben hat, und das merke ich immer, das wird von Generation zu Generation jetzt nach mir irgendwie immer, geht irgendwie immer schneller und das finde ich extrem schön. So, ja, dass das einfach schon so, so natürlich ist. Ja, Ja. danke dafür, zu deiner Gabe. Worin siehst du deine besondere, und jetzt, das ist jetzt nicht bewertend, sondern du hast so viel dich darauf eingelassen, herauszufinden, wer du bist, wenn alles andere weg ist. Und du bist auf so einem unglaublichen Weg jetzt an diesem Punkt, was du jetzt mit uns geteilt hast. Und ich erlebe das so, dass jeder eben schon eine spezielle Aufgabe und die Gabe darin hat, mit etwas sehr, was ihn einfach so ausmacht, was er in diese Zeit jetzt bringt, was er hier in diese Welt bringt, was er in die Menschheit bringt. Worin liegt es für dich bei dir? Ja, also da würde ich doch mal ganz kurz zu dem Thema von eben so anknüpfen. Also ich habe für mich erkannt, dass also erstmal wie wichtig Emotionen sind, das Zulassen von Emotionen, dass oftmals auch die Männer, ganz besonders auch die Köche, die ja oft ein großes Ego haben, das gern unterdrücken und ich das so schade finde und das so blockierend ist, welche Emotionen auch immer, also dieses, das einfach zuzulassen und ich sehe mich mit meiner Aufgabe darin, das zu vermitteln in Form von vielleicht Bewegtbild, nonverbal, einfach den Menschen auf irgendeine Art und Weise abzuholen und ihm das zu vermitteln durch die Filme oder welche Form es auch immer annimmt, dass es einfach in Ordnung ist, weil selbst diese, die als Kinder Kinofilme, diese ganzen Blockbuster, also ich weiß, dass mich so auch so Actionfilme früher so beeinflusst und auch entsprechend kreiert haben und warum jetzt nicht halt auf einem ganz gesunden Weg, ne? So unterschwellig einfach nochmal dran zu erinnern, dass es in Ordnung ist, dass es raus darf, dass das gezeigt werden darf. Und ich bin mir bewusst, wie mächtig dieses Mittel Film ist. Und ich weiß auch,
jetzt mittlerweile, dass ich das alles umsetzen kann, im besten Fall mit vielen anderen Menschen, die eine ähnliche Ausrichtung haben. Aber ja, darin sehe ich auf jeden Fall meine Gabe und meine Berufung, die ich gern ja, in die Welt bringen will. So. Der Ruf ist deutlich. Ja. Ganz wundervoll. Ich danke dir an dieser Stelle wirklich von ganzem Herzen für deinen Weg, den du gegangen bist, für deinen Mut, wirklich dich zu finden in all dem und immer wieder aufzustehen, immer wieder wirklich deiner Wahrhaftigkeit zu folgen und jetzt auch so diesem Ruf, der dich da so ruft. Und ja, ich bin überzeugt, dass sich das alles erfüllt. Danke, dass du das alles in diese Zeit, in dieses Feld, auf diesen Planeten bringst. Jetzt bin ich selbst herausgefordert zu dem letzten Punkt. Mittlerweile gehe ich immer ganz gerne mit meinen Gesprächspartnern auf eine Reise und ich weiß noch gar nicht, wo ich mit dir, doch jetzt weiß ich es, wo ich mit dir hingehe. Ganz anders als bis jetzt. Und es hat scheinbar mit der Tiefe zu tun. Reist du mit mir zum Mittelpunkt der Erde? So mitten in die Erde, ganz tief. Und da geht es ja nicht tiefer, weil die Mitte ist irgendwann in der Mitte. Von jeder Seite komme ich irgendwann in der Mitte an. Und weiß nicht, ob du das kannst. Ich glaube, dass du das kannst, von dieser Mitte der Erde zu spüren, eben mit Gefühlen wahrzunehmen und wie die Erde durch dich sprechen lassen oder die Weisheit aus der Mitte der Erde sprechen zu lassen zu den Menschen auf diesem Planeten, auf dieser Erde in dieser Zeit, ihnen eine Botschaft zu geben aus dieser Mitte der Erde. Aus dieser Weisheit hier, idealerweise in einem Satz. Also, mir kam sehr deutlich ein Wort, und das war Erhebung. Ja, die Erhebung in allem. Und ich denke, daraus kann man jetzt auch sehr viel herleiten. Ich glaube, das sagt sehr deutlich, wenn ich gerade die Erhebung. Ja, ich danke dir. Da alleine darüber könnten wir schon wahrscheinlich eine Stunde sprechen. Was hier so ganz deutlich jetzt ist, ich nehme jetzt nur einen Aspekt. Aber dieses erhebe dich eben auch. So dieses zeige dich und ja. Gibt es was, was dir noch am Herzen liegt, wofür du diesen Raum noch nutzen magst, was du noch mitteilen magst? Gibt so viel, was ich noch einfach noch so gern teilen würde. Aber so allgemein jetzt auch nach dem, was ich jetzt alles noch mal so erzählt habe, was noch so sehr präsent ist, das ist einfach dieses Geschenk, was wir erleben, wenn wir, egal was wir tun, es vielleicht zuvor hinterfragt haben und danach bewusst in höchster Intensivität erleben und ausleben, egal was es ist. Ob das abends das Zähneputzen, ins Bett gehen, die Kleidung anziehen, das Essen machen, dass wir es einfach so intensiv und bewusst wie möglich machen, weil darauf folgt, das Ergebnis ist, also dieses Glücksgefühl oder diese Zufriedenheit ist dann in der entsprechenden Intensivität auch vorhanden. Und ich fände es schade, wenn wir in dieser begrenzten Zeit dieser Inkarnation ja, dass unser Leben nicht intensiv leben und somit so ein bisschen Zeit vergeuden. Das ist
Start. Und ich glaube, je früher man damit anfängt, und es ist ja auch irgendwie ganz einfach. Und mir macht es persönlich extrem viel Spaß, das einfach, egal was es ist, das kann so plump sein, aber einfach zu hinterfragen und zu sagen, okay, cool, dann mache ich das jetzt genauso. Aber mit allem, was ich habe. Ei. Ja. Ja. Ja, vielen Dank. Erinnert mich an eine Geschichte, die ich jetzt gerade erst gehört habe von einer Frau, die in Kliniken gerufen worden ist, wo es einfach Keime gibt und die nicht mehr mit nichts in den Griff gekriegt haben. Und sie hat einfach geputzt, aber mit dieser Intensität und Hingabe, mit ihrem ganzen hundertprozentigen Präsenz. Die hat nichts anderes gemacht, die hat kein spezielles, kein Wohoho und nichts irgendwie Zauber und keine schamanische und keine Mittel gehabt, sondern einfach, was du sagst, so erinnert es mich, diese hundertprozentige intensive Präsenz mit dem, was jetzt gerade ist und was ich jetzt gerade tue. Und das spielt dann keine Rolle, ob es Putzen ist oder Zähneputzen oder. Ja, vielen Dank für auch diesen Impuls nochmal. Und wer weiß, vielleicht bist du der Erste, wo wir dann eine Gesprächsreihe machen und weitererzählen. Das wäre doch schön. Ja. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen. Und ich hoffe, ihr Lieben, auch wenn das jetzt das längste Gespräch bis jetzt war, habt ihr sicherlich auch spannend. Es war einfach dadurch, dass du so lebendig erzählst und so aus deinem intensiven Erleben war sehr kurzweilig und sehr, ich sage jetzt nicht mehr. Vielen Dank dir, danke euch, dass ihr dabei wart und bis bald. Ciao. Danke auch. Tschüss.